Ladies und Gentlemen, ich sehe hier eine Legende mit seinen Perks, die eventuell ein bisschen krass sein könnten, wie ich finde. Ich finde die Perks von Gibby ultra krass und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Mobile Video. Und vergesst jetzt schon nicht in den Kommentaren zu schreiben, was haltet ihr von seinen Perks? Welche sind bis jetzt, wenn ihr alle anderen Videos schon gesehen habt, die krassesten Perks? Aber Gibby haut für mich den Vogel ab. Meine Meinung, ich bin auf eure gespannt. Wir fangen an mit dem ersten Perk. Wir gehen natürlich wieder in den Skilltree. Erster Perk, Defensivvorräte startet ein Spiel mit Schildbatterie und Medikit. Finde ich schon mal als Start nicht schlecht. Kampfanpassung ist mittlerweile klar. Finisher fügt 100% Damage auf dein Schild. Zum Pimpen ist klar. Eine Gibby-Plakette. Logischerweise schnelle Entscheidung wäre der nächste Perk. Ist der Waffenschild intakt? Kannst du übers Visier schneller zielen? So rum. Dann haben wir ein LOL-Emote. Und wir haben Schutzkuppel, kann während eines Knockdowns benutzt werden, hat aber eine kürzere Wirkungsdauer. Ich gehe davon aus, dass das ein Übersetzungsfehler ist, weil die Kuppel kann ich bei einem Knockdown immer benutzen. Das heißt, wenn du selber als Gibby genockt bist, kannst du die Kuppel scheinbar noch werfen. So verstehe ich das. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und damit haben wir unter den blauen Perks wahrscheinlich hier schon einen extrem starken Perk, mittlerer Tree. Tödliches Momentum. Der Einsatz eines Finishers verkürzt die Abklingzeit deiner Ulti um 30%. Das ist weniger interessant. Wir haben wieder ein Apex Pack. Aber jetzt kommt der krasseste Perk bis jetzt aller Zeiten, meiner Meinung nach. Parasit. Die Eliminierung einer feindlichen Einheit regeneriert 50 Gesundheit. Die Hälfte deines Lebensbalkens. Das ist krass. Und Gibby ist durch sein Waffenschild schon extrem schwer zu töten. Und es wird natürlich in Apex Legends Mobile, er hat die größte Hitbox. Der Aim Assist ist auf der mobilen Version, wenn man nicht gerade Controller oder auf PC zockt. Direkt auf Touchpad ist der Aim Assist relativ stark. Auf jeden Fall stärker als auf der Konsole. Aber das hier ist krass. Das ist einfach fucking krass. Wir haben Zeig, was du kannst, Emot. Als nächstes Erholungszone. Der Einsatz einer Spritze innerhalb einer Schutzkuppel erhöht deren Regenerationseffekt. Hatten wir, glaube ich, schon mal vor ewigen Seasons als passive Fähigkeit, wenn ich mich nicht irre. Hartnäckige Wunden von deiner Ulti-Fähigkeit, von deinem Bombardement getroffene Gegner werden vorübergehend markiert. Ist jetzt nicht ganz so interessant. Überlass das mir, Emot. Und wir haben Feuerfest. Schutzkuppel funktioniert auch als Hitzschild. Alter, der Gibby hat's einfach drauf. Da kannst du sagen, was du willst. Ich würde mal sagen, aktuell finde ich das hier, das Parasit, das zieht mir einfach die Latschen aus. Und das ist jetzt auch nicht so schlecht, finde ich. Also jede Art, ob lila, blau oder rot, die Perks, irgendwas ist immer dabei, was echt krass ist. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und ich glaube, dass Gibby zumindest von den Perks, wirklich nur von den Perks, bis jetzt die krassesten hatte von allen, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Rein, ciao.